Lieben, heute geht es um unsere Marsupi-Trage und zwar, wie ich sie auf dem Rücken binde. Das ist nicht getestet und nicht mit sehr gut bewertet. Es ist aber erlaubt und ja, ist halt auf eigene Verantwortung, kann man das ruhig tun. Ich mache es, denn ja, bei Lennox kann nichts passieren und ja, ich habe mir die Marsupi-Trage extra dafür gekauft, dass ich sie auf dem Rücken trage und deswegen, ich wollte es euch heute einfach mal zeigen, egal ob ihr es tut oder ja. Das ist natürlich eure Entscheidung. Wir bringen natürlich zuerst den Beckengurt an. Das ist natürlich ganz einfach mit den Klettverschlüssen einstellbar. Dann rutscht das Kind seitlich mit einer Hand auf den Rücken und dann werden die Schultergurte nach vorne geholt. Dabei natürlich aufpassen, dass das Kind nicht wieder seitlich rausrutscht. Das ist ziemlich schwer. Ja, wenn das alles stramm ist, überkreuzen wir die und ja, dann werden sie hinten unter den Armen des Kindes befestigt. Das ist auch nicht so leicht, da man den Klettverschluss leider nicht sieht. Das ist echt nicht leicht. Ja, wenn man das natürlich alles gemacht hat, dann richtet man nochmal alles. Und ja, dann sitzt sie auch perfekt. Ich musste hier nochmal nachgurten, weil ja, ich dann doch ein bisschen dünner war. Und hier seht ihr nochmal den Papa, der kann das auch super gut tragen. Und ja, das war's dann auch.